Hallo, willkommen zurück bei Familie Reuss hier mit unseren beiden knuffigen Pferdchen, die ja, sich erstmal miteinander beschäftigen, so ein bisschen, wie sie das gehört. Ja, ich weiß nicht, ob ich immer noch sonderlich verschnupft klinge. Ich bin es auf jeden Fall noch ein bisschen, aber keine Ahnung, wie stark man das noch hört. Warum duschst du nicht, Mika? Du sollst da eigentlich duschen gehen. Geh mal bitte, meine Gute. Warum denn? Ja. Hast du die Reste weggestellt? Dann servier mal was. Ich weiß es nicht, warum er das nicht gemacht hat. Hey, seit wann kann man denn da nicht duschen? Ich kann mir denken, warum. Weil man eigentlich da ein bisschen mehr Platz braucht. Aber haben wir hier noch nie geduscht? Echt? Reicht der Platz? Ja. Okay, und dann brauchen wir wohl ein bisschen mehr Platz, weil man muss halt irgendwie von der Seite da eintreten. Das ist total bescheuert gemacht, aber naja. So, vielleicht reicht das ja. Das sieht halt blöd aus mit dem Teppich jetzt. Komm, probier's nochmal. Jetzt schafft sie es, okay. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Mir gefällt das mit dem Teppich nicht, wenn er da so durchhängt. Ich weiß nicht. Ja, toll. Ich meine, das ist die Duschecke. Da soll kein Teppich sein. Na naja, gut. Mach halt. Das gefällt mir so nicht. Ich weiß nicht, warum Jamie jetzt sein Zeugs nicht zu Ende gekocht hat oder gebacken hat. Ein Pferd adoptieren, mal. Ich meine, wir könnten einfach ein Pferd adoptieren gehen, nochmal ein Fohlen bekommen und so, aber ich finde das zu langweilig. Warte mal, du ziehst mal deine Outdoor-Kleidung an. Ich finde, das passt besser für diesen Anlass. Es sind zwar 1 Grad, aber ich würde mit 1 Grad trotzdem mit Outdoor-Kleidung rumlaufen. Vor allem, weil der Kleine auch in Outdoor-Kleidung rumläuft. Vor allem wechselt sie das Outfit einfach mal nicht. Ah, jetzt. Also ich finde, das sieht. Oh, ein kleines Hündchen. Ich finde, das sieht auf jeden Fall ein ganzes Stück besser aus. Ja. Dann mal viel Spaß euch beiden. Leon habe ich hier zum Gym geschickt, damit er hier erstmal ein bisschen duschen kann und wir darauf hoffen, dass hier irgendjemand ist. Da ist doch schon eine. Oh, ein Paparazzo. Den brauchen wir hier eigentlich nicht. Yay, sehr gut. Wir haben für unser Dingens die Zusage bekommen, dass wir für unsere Klage haben wir die Zusage bekommen, dass wir Geld zurückbekommen haben. Also ich würde eher sagen, es war eher nur Schadensersatz in der Richtung. Ein Stück Brot. Lecker. Und du, Jamie, ich weiß echt nicht, was wir mit dem Laden anstellen. Als Gemeinschaftsgrundstück an sich wirkt das ja ganz in Ordnung, nur ich will hier halt doch backen können. Das ist mein Problem. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ja, gehen wir mal nach Hause. Es ist ein bisschen ungünstig. Was sind das für Geräusche? Kommen die von hier? Warum kommen die von da? Ihr seid spazieren, du bist duschen. Weil ich finde es ganz lustig, wenn die beiden hier zusammen quatschen einfach. Leon und Maya. Vor allem duschen die direkt nebenan. Aber hier ist halt sonst niemand, außer dem komischen Paparazzo.
Mit dem möchte ich eigentlich nicht unbedingt quatschen. Boah, Leon macht immer eine lange Dusche. Weil die beiden können sich auch mal anfreunden. Wie gut sind die denn schon befreundet? Nicht so, okay. Mal gucken. Fragen wir nach seinem Tag. Bisschen plaudern. Tratschen vom Training schwärmen, was weiß ich. Über die Kälte reden. Und über die Kunst. Hör mal. Halt bloß die Klappe, du dumme Troller. Ja, das reicht schon mal. Mika, ja, Mika macht da noch ihren Kram. Du gehst mal hoch. Nee, du schaust erstmal ein bisschen fern. Ich spiele mal ein bisschen online mit Madeline. Yay. Ich spiele mal ein bisschen mit Madeline. Und Mika, würde ich sagen, kann malen. Nicht malen, was irgendwas machen halt. Möchte ich das jetzt wieder in Gemeinschaftsgrundstück umwandeln? Ich weiß es nicht. Ich habe das schon irgendwie schon 10-mal umgewandelt und. Aber wir können nicht immer die Tür aufstehen. Ich glaube, ich werde das in Gemeinschaftsgrundstück umwandeln. Kann ich denn im Kaufmodus die Objekte hier drin verschieben? Zum Beispiel. Ja, okay. Dann werden wir das einfach so machen. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht vorher schon gemacht habe. Ich werde das wieder in ein Gemeinschaftsgrundstück umwandeln. Dann kommen hier wenigstens Leute her. Weil hier funktioniert der Mod nicht. Und auch so funktioniert das hier nicht. Und es ist mir zu anstrengend, da hier so eine Methode auszuarbeiten. Wir hatten ja schon gute Besucher. Deswegen werden wir das einfach so machen. Ich werde das wieder umwandeln. Und dann ist alles gut. So ungefähr. Oh, dann möchte ich auf einem Teich mit ihr Schlittschuh laufen. Ich bin mittlerweile so, bei Sims und auch allgemein, wenn mich irgendwas stört. Hä? Warum beendet das euer Gespräch? Wenn mich irgendwas stört, dann lösche ich. Ich habe zum Beispiel jetzt auch, ich krieg ständig Kommentare. Und ich sollte mich nicht drüber aufregen, aber ich krieg ständig Kommentare von Leuten, denen ich nicht antworten kann. Und ihr wisst nicht, wie mich das aufregt. Ich krieg echt das Kotzen davon oder so. Also. Ich hasse es einfach. Ich verstehe nicht, wie Leute einfach nicht kapieren können, dass sie ihre Einstellungen bei Google Plus ändern müssen, beziehungsweise überhaupt sich ein Konto machen müssen, auf irgendeine Art und Weise, und dann halt die Einstellungen da ändern müssen, damit man ihnen antworten kann. Und die Leute stellen teilweise die dämlichsten Fragen auf dieser Welt. Und ich bin dann immer voll traurig, dass ich denen nicht helfen kann, klüger zu werden, weil ich denen nicht antworten kann. Das ist voll mies. Jetzt mal ganz ehrlich, ihr könnt das bestimmt nicht nachvollziehen, weil euch das bestimmt dann egal wäre oder so, aber mir nicht. Das macht mich fertig, dass ich den Leuten nicht antworten kann. Und ich werde dann richtig wütend, wenn ich solche Fragen sehe. Und die dann wahrscheinlich denken, dass ich voll gemein wäre und denen gar nicht helfen will. Aber nein, ich kann ihnen einfach nicht helfen. Man kann nicht allen Leuten helfen, vor allem nicht denen, denen nicht geholfen werden möchte. Also, die nicht wollen, dass man ihnen hilft. Denen kann ich erst recht nicht helfen. Das ist halt voll gemein. Ich krieg da echt die Krise bei sowas.
Ja, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich bin komisch. Ich war, na, nein, 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 du sollst ihn nicht nach, bis nach hoch, nach oben bringen. Du sollst ihn füttern. Und, habt ihr beiden Spaß? Mit Madeline. Wir werden richtig gute Freunde hier so als Online-Partner. Richtig gut. Was spielen wir denn online? Ja. Spielst du den Gorilla und sie das Nashorn, oder? Ja, na gut. Interessant, Jamie. Interessant. So, du kriegst ein bisschen Babynahrung. Kannst die Post nehmen, die Rechnung bezahlen. Dann holen wir uns mal eben noch schnell einen Joghurt. Wir beide quatschen noch ein bisschen. Wie geht's den Pferdis? Nee, geht's gut. Und, ach ja, habt euch gut miteinander versorgt. Das freut mich doch. Das habt ihr schön gemacht, Pferdis. Ich bin ausnahmsweise mal stolz auf euch. Es ist aber auch sehr selten, dass man das bei euch sein kann. So, im Anschluss wählen wir den guten Mal. Oh, ich will. Okay, nee, weißt du, was du machst? Du wirst Kaffee trinken, weil du todmüde bist. Dann werden wir den guten baden, dann werden wir ihn aufs Töpfchen bringen und so. Weil du eigentlich noch ein paar Sachen machen musst. Oder sonst umkippst. So, du kommst jetzt nach Hause, gehst schlafen. Und Maya kommt auch nach Hause. Geht schlafen. Aber Sophia muss halt leider noch ein paar Sachen machen, weil ja, sonst kippt sie um. Aber Julian muss noch versorgt werden. Deswegen, tja, tut mir leid, so ist das als Mutter. Da trinkt man seinen Schluck Kaffee und dann geht's los. Ich muss das halt leider austrinken jetzt, damit sie die volle Wirkung bekommt. Beziehungsweise damit sie überhaupt eine Wirkung bekommt. Was ich immer ein bisschen nervig finde, dass man da so viel von trinken muss. Aber okay. Ja, genau. Maja muss nicht reinkommen. So, sehr gut. Jetzt haben wir 3 Stunden lang Freifahrtschein. Können hier unsere Sachen erledigen und danach sollten wir aber ins Bett gehen. Ja, geh doch ins Bett, Leon. Mann, warum beschwerst du dich? Ich versuche auf jeden Fall heute noch. Ich weiß nicht, wie gut ich es schaffe. Ich habe ja erst schon gedacht, dass ich nicht mal die Folge hier schaffe, rechtzeitig. Ich versuche auf jeden Fall noch heute ein paar mehr Folgen aufzunehmen. Brennst du? Oder? Ach, das Ding. Ach, das Ding brennt. Okay. Ja. Lösch mal halt, ne? Hätte ja was sagen können, aber okay. Ist ja auch nicht so, als hätten wir. Also, wir haben ja auch kein Alarmmelder oder so hier drin. Aber wir schaffen das schon allein. Das machst du toll. Ey, immerhin funktioniert das hier mit der Laden schließt um 5. Danke für deinen Einkauf und alle anderen gehen, aber man selbst nicht. Das ist natürlich ein Vorteil von dem Wohngrundstück. Da würden bestimmt die anderen abhauen, aber man selbst nicht. Allein. Vor allem ist es erst 4. Na gut, vielleicht ist das ja so eine Vorankündigung. Vielleicht ist das noch gar nicht die Verabschiedung. Okay, war es das jetzt oder ist da noch mehr? Oh, da kommt jetzt wieder eine Flamme. Werd einfach mal fertig. Hey, warum Outfit wechseln? Nein. Du sollst ihm aufs Töpfchen gehen beibringen. Hä, wo bist du denn? Nein. Nein. Hä, warum? Hä, was ist das denn? Geh dahin. Geh dahin mit deinem Kind. Sophia, was machst du? Was wird das für ein Mist? Lass das! Hey! Was ist denn jetzt mit dir los? Ich
Ich weiß nicht, was mit der jetzt los war. Das muss ich nicht verstehen. Ja, es ist wieder alles anders. Oh, ihr seid doch kacke. Ach, er kann selbst aufs Töpfchen gehen. Okay. Trotzdem verstehe ich nicht, warum sie jetzt das gemacht hat. Jedenfalls muss ich jetzt nochmal auf Toilette. Ich mache ihr gleich hier die Dinge nochmal anders, weil das sah alles anders aus. Nein, das so ungefähr war das. Hunger war auch ziemlich niedrig. So, und Energie war sowieso irgendwie ganz unten. Und dann kannst du hier schnell noch einen Joghurt essen. Mehr sollst du nämlich erstmal nicht essen. Und dann entspannst du dich oder so. Obwohl, nee, dann bringen wir nochmal Julian ins Bett. Du kannst dann erstmal hier hingehen, ein bisschen spielen. So, wie sieht es jetzt bei dir aus, Mika? Hast du es hingekriegt? Alles soweit? Sehr schön. Dann geh mal duschen. Warum muss den Schritt zurücktreten? Das ist halt so nervig. Und dafür muss das Ding so weit wegstehen. Das ist so unnötig. Dann komm nach Hause. So, Maya. Da werden wir dann schlafen gehen. Die arme Sophia tut mir so leid. So, bring ihn ins Bett. Oh. Du solltest weiter schlafen. Du solltest auch weiter schlafen. Das ist echt mit den Schlafenszeiten hier total kaputt bei allen. Bei Jamie und Maya geht's. Du musst gleich arbeiten, du musst auch arbeiten. Ich meine, bei Mika ist das auch kein Problem, wenn sie jetzt erst ins Bett geht. Ich meine, eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht. Es interessiert halt keinen, wann Mika ins Bett geht. Die kann das ja halten, wie sie will. Hey, du sollst im Anschluss schlafen gehen. Da, schlafen. So, schafft Mika das dann mal? Ja, sehr schön. So, wie sieht es mit dem Felix aus? Ganz gut, das freut mich. Okay, das gefällt mir so. Weißt du was? Nee, Tag Urlaub. Weiß ich nicht, ob er jetzt zur Arbeit gehen muss, müsste oder nicht. Okay, sehr gut. Hat sich jetzt sozusagen verlängertes Wochenende genommen, weil er muss einfach schlafen. Das geht gar nicht sonst mit Leon im Arm. Oh, ja, Frühling. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir jetzt Frühling schon wieder haben. Naja, es schneit ja auch noch wie Winter, ne? Hä, was sind denn meine Zeiten? Hatten wir jetzt schon 8 Tage Winter? Echt? So schnell ging der Winter rum? Sehr krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war ja voll schnell, wie der Winter rumging. Okay. Na naja, gut. Nehmen wir mal den Anruf. Du musst 11 Uhr, okay. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Was hast du eigentlich für... Ach, du musst wieder ein bisschen Kunst scannen.
Kann man auf jeden Fall vor der Arbeit noch ein bisschen machen. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert zwischendrin. Also wie viel Zeit man braucht, um die Sachen jeweils scannen zu können. So, ja, Mayas Fahrgemeinschaft kommt bald. Du kannst dich mit den Kollegen unterhalten. Ey, mit deiner Vorgesetzten muss er ja irgendwie beste Freundin für immer und ewig und sowieso sein oder so. Dann ist das so eine komische Troller. Wir müssen die neue Vorgehensweise vorschlagen. Ja, das hat ja jetzt gut gepasst mit vor der Arbeit Kunstscannen. Ja, dann geh mal los. Du schläfst auf jeden Fall noch ein bisschen. Du auch. Ihr alle. Gott, meine arme Sophia. Ah, wie die jetzt in der Nacht beansprucht wurde. Du stehst einmal kurz auf. Und dann schläfst du weiter. Und du musst erstmal aufs Klo. Was kannst du machen? Wie sieht es mit deinen Kollegen aus? Eigentlich ganz gut. Deswegen arbeiten wir ganz normal, ja. Kannst dich dann mal anziehen und dann werden wir Waffeln essen. Ja. Fertig, genau. Gewinne Arthur Westinghouse als Freund. Ja, gut, dann müssen wir ihn nur kennenlernen. Also müssen wir ihn ja nur ansprechen. Schon ist er unser Freund. Es ist ja nicht sonderlich schwer, deswegen machen wir das dann einfach mal. Ihr pflegt euch ein bisschen. Das ist schön. Dann kannst du dich gleich anschmiegen, beschnüffeln, Kontaktknöpfe nochmal anschmiegen. Ich werde das auch gleich erledigt haben. Dass ihr da auf jeden Fall keine Probleme kriegt. Und dann wird hier ein bisschen mit dem Pferdeball gespielt. Dann läuft mit dem Pferd auf jeden Fall auch nicht schlecht. Da haben wir da schon mal keine Probleme. So, du sollst auf jeden Fall schon mal aufwachen. So, du gehst dann auf Toilette. Dann, oh, können wir unseren kleinen Julian umziehen. Das Frühlingsfest gehen, können wir gern. Wir sollten ja auch mal wieder ein kleines Date mit Leon und Sophia haben. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die beiden sind ja nur noch mit sich selbst beschäftigt, irgendwie. Kann man so sagen, weil, naja. Weißt du, bist du fertig mit Arbeiten? Oh, alle anderen schlafen noch und du bist schon fertig mit Arbeiten. Das ist natürlich cool. Jamie besitzt nun die Alleingemacht und kann schalten und walten, wie er möchte. Die Welt hat sich entschieden. Du sollst ihr Alleiniger sein. Wir sind der Herrscher über der Welt. Als Verteidiger von Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und grundlegenden Sim-Rechten liegt das Wohl der Sims in deinen fähigen Händen. Nimm dich vor Spionen des Bösen, Korruption in deiner Regierung und anderem Übel in Acht. Du hast die einmalige Chance, einen bleibenden Eindruck in der Welt zu hinterlassen. Und es wäre doch eine Schande, wenn du sie mit Skandalen und falschen Entscheidungen vergeuden würdest. Ja, Glückwunsch, Jamie. Du bist Diktator über diese Welt und den Rest und sowieso. Cool. Ja. Schön. Richtig cool. Ich weiß, was wir jetzt machen werden. Wir werden nochmal das Grundstück umwandeln. Das dauert immer so ein bisschen. Diesmal lasse ich es drin. Wir werden das nochmal zu einem Gemeinschaftsgrundstück machen. Dann werden wir da einfach versuchen, ob wir da irgendwie mitarbeiten können.
Damit wir jetzt endlich irgendwann mal unser ordentliches Grundstück haben und so. Boy, wie das mal wieder Ewigkeiten geladen hat. Ich sollte nicht so kurzfristig sowas tun. Naja. Machen wir Besucher erwünscht. Ich weiß nicht, ob das reicht. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie die richtige Grundstücksart ist. Ich hoffe es mal. Ich hoffe mal, dass davon auch ein paar Besucher kommen. Das war jedenfalls nicht geplant, dass das jetzt so ewig dauert. Mal gucken. Nee, können wir jetzt nicht kaufen. Juhu, dann darf ich es nochmal ändern. Ja. Okay, als Treffpunkt ist das jetzt jedenfalls kaufbar. Deswegen werden wir das eben mal kaufen gehen, weil wir sind sowieso schon direkt vorm Dingens vom, naja, vom Rathaus, wo wir da ja hinfahren müssen, um das Grundstück zu kaufen. Deswegen hat sich das ganz gut angeboten. Ich würde sagen, wir gehen dann im Anschluss auch einfach gleich hierher und dann können wir mit ein paar Kunden reden, um Spenden bitten und solche Dinge. Ja, du kümmerst dich jetzt hoffentlich um unseren Kleinen. Zumindest so ein bisschen. Ja, okay. Und du weißt schon, was du dann tun wirst. Du machst dein Bett. Du kannst dann frühstücken, ne? Ja. Einfach frühstücken. Was brauchst du jetzt so lang? Was ist jetzt dein Problem, Junge? Hey, musst du da jetzt hinfahren? Muss ich das jetzt verstehen? Okay, dann fahr halt in deinem Anzug auf dem. Achso, ah, nee, er geht jetzt besuchen. Okay, alles gut. Hey, nee, warte mal. Warte mal, du sollst es erst kaufen. Kauf das Grundstück bitte, Junge. Denn so schwer? Ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr kriegt das jetzt hin. Oh Mann. Hör mal auf, hier alle mal anzurufen. Dann setzen wir Julian in den Hochstuhl. Ja. Besmo, Besma, ah, Bess. Okay, ja, du solltest mal aufstehen. Es ist 15 Uhr. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Oh nee, es ist ja schon 15 Uhr, Mädchen. Du schläfst noch. Oh, das geht ja gar nicht. So, was gibt's denn heute zu essen? Chili Sandwich. Ja. Warte mal, du machst mal was Ordentliches zu essen. Du machst mal ordentliches Mittagessen. Klebrige Carbonara machst du jetzt mal ein bisschen. Weil wir brauchen hier mal wieder ein bisschen was anderes zu essen. Ja, ist gut, Julian. Kriegst gleich Essen. Tee. Ich würde eigentlich gern zusammen mit Sophia essen. Und das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Kannst du das nicht sauber machen? Davido! Vielleicht kannst du da wenigstens die Post nehmen. Ah, jetzt können wir Spaghetti und Sushi machen. Das ist sehr gut. Das kann man gebrauchen. So, jetzt ist das wieder unser Grundstück.
Ah. Ja. Wie oft wir das schon gewechselt haben. Oh. Hier haben wir schon mal ein paar Leute. Tina ist hier. Yay. Und? Ah, heute haben wir noch nichts. Haben wir noch nichts verkauft. Okay, das heißt, du kannst hier erstmal duschen gehen. Wir können auf jeden Fall Sachen nicht aus dem Kühlschrank holen. Wir können hier nur Snacks essen. Das heißt, ich werde das einfach mit dem Kaufmodus umstellen, umwandeln. Ich denke mal, das sollte so trotzdem funktionieren. Wenn wir dann mal Tina kennenlernen vielleicht. Kennen wir Tina denn schon? Ja, ich glaube nicht. Star begrüßen. Nee, okay, dann nicht. Nee, Tina habe ich noch zu einer sehr attraktiven alten Frau gemacht. Also, ihr sieht man das Alter nicht unbedingt an. Sie ist ja auch ein Level 4 Star. Eine richtig bekannte Schauspielerin, deswegen ist das ja üblich, dass denen das nicht so auffällt. Emily ist hier! Cool, da können wir hier die ersten alten Leute schon kennenlernen. Oh, da werden wir sie mal ganz freundschaftlich begrüßen. Und ein bisschen mit unserer lieben Emily quatschen. Wir können sie natürlich auch nicht um eine Spende bitten. Das wäre total unangebracht, aber egal. Ach ja, Leo, du hättest dein mitessen können. Ah. Ja. Läuft gut. Kannst dann sauber machen. Und dann unseren kleinen Julian kitzeln. Ah ja, du bist zu Hause. Ja, ich würde sagen, ihr kommt beide hierher. Für das, was auch immer ihr da tun möchtet. Und du? Tiffany möchten wir nicht befragen. Aber jemanden sollten wir auf jeden Fall befragen. Mal gucken, wer das so wird. Beziehungsweise Charisma sollten wir lernen. Haben wir eigentlich einen Spiegel drin? Nein. Okay. Das ist etwas ungewohnt. Dann werden wir hier ein bisschen reden üben. Haben wir eigentlich schon Charisma überhaupt gelernt? Ja, haben wir, okay. Dann können wir da einfach ein bisschen reden üben. Mega. Ich meine, Praxiserfahrung macht es natürlich am besten, aber ach, komm, wir üben einfach ein bisschen das Reden. Versuchen irgendwie übers Wochenende so ein paar Sachen aufzubauen für die Arbeit. Ah, ja, doch, stimmt, Stiefmutter. Emily ist ja nicht Jamies richtige Mutter, sondern die Stiefmutter. Das ist cool. Ja, dann quatschen wir mit ihr nochmal ein bisschen. Wenn unsere Beförderung verkünden. Kennenlernen. Neues Ding vorzeigen. Ihre Karriere fragen, als würde man das nicht sehen. Über Politik diskutieren. Ein bisschen quatschen einfach. Alles können. Oh, der spielt schon ein kleines. Noel. Well, Wilson? Oh, das ist die Tochter von Dingens, von Sid. Also nicht von Sid, sondern von. Also sozusagen die adoptierte Tochter von Sid. Von, sozusagen von Sids Frau. Ja, die Tochter halt. Das ist schwer zu erklären. Irgendwann mal habe ich das irgendwie so demonstriert und so, und dann hat man das kapiert. Aber jetzt ist es ein bisschen schwer, das zu erklären. Wir machen mal eine Skulptur.
Haus, Holz. Und du wirst hier mal ein bisschen mit Leuten quatschen, mit der Frau da. Aber da werden wir dann erstmal in der nächsten Folge weitermachen. Ja, es sind ein bisschen komische Folgen in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Ich arbeite irgendwie auch die ganze Zeit auf die 300. Folge hin. Und ich habe da auch so ein paar Sachen geplant. Ich sollte mich echt mal dran setzen, das zu machen, weil das ein bisschen Zeit beansprucht und sowas. Und zur Not kann es sein, dass irgendwie die 300. Folge noch ein bisschen dauert oder so, keine Ahnung. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Tag. Ich muss jetzt echt langsam los. Die Folge hat viel zu lange gedauert und viel zu viel Zeit beansprucht. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Ciao.